Hallo und willkommen zur 9. Folge von The Sandman. So, jetzt probieren wir mal hier die Padlock-Kombination aus. Haben wir letztes Mal nicht gemacht, weil wir dann uns doch entschieden haben, oder ich habe mich entschieden, mich vom Sandman verfolgen zu lassen, damit wir in den anderen Raum reinkommen, was ja eigentlich blöd war. Aber gut, dann machen wir das jetzt mal richtig, nämlich erst den grünen, dann den lilanen, dann die Sanduhr, dann dieses komische Zeichen, dann das hier, dann dieses F, dann das und dann der Pfeil nach oben. So sollten wir hineinkommen. Genau. Was ist das denn hier? Sand? Ein großer Sack hängt von der Wand herunter, oder an der Wand. Ist nichts drin. Wir haben einen Sack. Okay. Regale. Es ist nichts in ihnen, aber ja, irgendwas Sandartiges ist hier verstreut. Schau mal, das ist das Gleiche. Was ist das? Ein hölzerner Stick, ja. Eine hölzerne Stange wurde hier gegen das Regal gelehnt. Okay, jetzt haben wir einen Stick. Da ist noch ein extra Schrank. Okay. Fußschritte! Es ist der Sandman! Oh Gott. Aber können wir nicht mit ihm... Er versteht uns ja anscheinend nicht, oder? Was soll ich tun? Wo kann ich mich verstecken? Ja, da unten drin, Mädel. Der ist groß. Ich kann mich da drin verstecken. Okay. Der findet uns nie, vor allem wenn die Tür noch so halb offen ist. Oh Gott, nein. Der sieht uns doch. Scheiße. Hätten wir uns in einem Sack versteckt? Oh. Okay. Okay, was war das denn? Okay. Er ist gegangen? Gut, er hat mich nicht gesehen. Hi there, sweetie. Was? Was war das denn? Ah, bitte was? Ja, die Folge fängt ja gut an. Was? War da jemand drin? Anscheinend schon. Und es hat mit uns geredet. Was war das denn? Was war das denn davor? War da jemand drin? Wahrscheinlich hat da jemand Verstecken gespielt. Da hat sich schon mal jemand wer vom Sandman versteckt und ist einfach nie mehr aus dem Schrank rausgekommen. Hat jetzt gedacht, endlich Gesellschaft. Oh Gott. Okay. Das war nicht sehr lustig. Ja, jetzt haben wir ja auch den Spiegel. Wir können uns an andere Orte teleportieren. Entrance. Wir müssen jetzt eigentlich mal einen Schlafsand herstellen, oder? Und dazu sollten wir ja mal diese Gegenstände, also die Ingredients, wie heißen sie es, die... I can take some liquid in... Okay, ich kann jetzt von der Flüssigkeit in diese Flasche tun. Tut mir leid, Kerl, aber es muss nur ein bisschen sein. Oh Gott! Nein! Der Arme! Tut mir leid, hat das geschmerzt? Ja, natürlich! Jetzt haben wir dieses Cry-Gel. Ja, natürlich tut es weh. Du würdest ja auch nicht, yay, mach weiter sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand Blut von dir abzapfen würde. Oh Gott, der Arme. Es tut mir leid. Okay, ich lasse ihn schon in Ruhe. Der kriegt da in so einem Extra-Raum. Anscheinend holt sich der Sandman immer wieder was von dem. Der Arme, was war hier? Ach, hier sind Blumen. Ist das die Snorra-Blume? Ja, scheint der auf der Beschreibung zuzutreffen. Ja, weiße Blume, rote Frucht war das, oder? Ja, nehmen wir doch mal eine mit. Und dann... Was war denn das letzte? Den Schwanz von dem Lizard, genau. Der lag doch unten in der Küche, wenn ich mich recht entsinne. Wo war denn das? War das hier? Nope, hier war das nicht. Ich auch nicht. Ah, die Memo können wir doch mitnehmen jetzt. Die können wir doch dann Lullaby zeigen. Nee, macht sie nicht. Okay. Okay, wo war denn jetzt die Küche? Und dann haben wir ja oben immer noch dieses Spiegellabyrinth, um Gottes Willen. Okay, die essen hier noch. Ich glaube doch, die Küche war da hinten, oder? Genau.
Ist das der Carter Lizard von dieser Memo? Nun, er sieht tot aus, aber den Schwanz nehmen. Das schneide ich nicht mit meinen bloßen Händen ab. Keine Chance. Das ist so eklig. Oh, Mädel, stell dich halt an. Okay, geht nicht. Dann, ja. Das wäre aber die letzte Zutat. Dann können wir den Schlafsand noch nicht herstellen. Schade, ich dachte, wir können jetzt ein paar Leute einschläfern. Dann nehmen wir den Spiegel und gehen wieder dahinter und gehen doch mal in diesen Spiegelraum darunter. Mit der inventierten Maus, mit der inventierten Tastatur, um Gottes Willen. Ist nichts, aber da unten scheint eine Tür zu sein. Ha! Ja! Okay. Lullaby! Warum ist denn er jetzt hier? Hey Sophie, läufst du immer noch umher? Lullaby, was tust du hier? Kann ich nicht sein, wo ich will? Ich dachte über ein wenig Tee mit dem Sandmann nach, aber er ist zu beschäftigt. Er scheint zu beschäftigt zu sein. Wirklich, er sollte es ruhig angehen, seit er keine Arbeit mehr hat. Okay. Hier sind wieder diese Blumen. Hey Lullaby. Gibt es hier noch andere Kreaturen außer Feen? Was denkst du? Es sind. Die Kreaturen, von denen die Menschen denken. Ja, oder an die die Menschen denken, sind nicht alle von einer Art. Es gibt Geister und Monster. Aber warum fragst du? Okay. Ich habe mich vor dem Sandman vorher im Schrank versteckt. Und ich denke, da war jemand drin. In einem Schrank? Vielleicht war es der Boogeyman. Oh, okay. Boogeyman? Wenn der Sandman in die Menschenwelt geht, dann. Ja, dann erscheint er unter den. Oder, ja, tut, macht er seine Runde unter den Kindern von Betten. Quatsch, andersrum, den Betten von Kindern. Der Boogeyman benutzt. Ja, der benutzt Kleiderschränke. Stimmt, ja, das kennt man, die Geschichte von Boogeyman im Kleiderschrank. Okay, dann sind wir anscheinend gerade dem Boogeyman begegnet. Eine kleine Anspielung auf den nächsten Teil? Ich meine, es gibt ja drei Spiele. The Strange Man Series ist das ja von Uri und der erste war ja The Crooked Man. Das ist jetzt hier The Sandman und der dritte Teil ist ja The Boogeyman. Vielleicht hängt das ja zusammen, weil die Spiele hängen ja alle zusammen irgendwie. Also der dritte Teil soll dann auch mit The Sandman und The Crooked Man in Verbindung stehen. So ist das gemeint. Vielleicht ja schon mal so ein kleiner Spoiler auf das, was noch kommt. Immer noch rumlaufen? Du musst doch müde sein. Gibst du schon auf? Ich muss einen Weg finden, den Sandman zu stoppen. Warum erzählst du ihm nicht einfach, dass er aufhören soll? Ich weiß ja nicht einmal, was er sagt. Oh, richtig. Dann schätze ich, du wirst, ja, gewaltsam sein müssen? Oha! Also, ja, es mit Gewalt durchbringen müssen. Mit aller Kraft. Oh Gott, ja, aber stimmt, wir verstehen ja auch nicht, was er sagt. Er macht ja immer nur so. Und dann, ja. Okay, das ist keine Tür, das ist eine Statue. Eine wunderschöne Statue. Ist, ja, eine anderswältige Sicht durch das Fenster. Eine Türplatte, du kannst es nicht lesen. Okay, wird nicht offen, scheint versperrt zu sein. Was ist mal da noch? Ein Eimer mit Wasser, okay. Hier ist nichts. Hä? Es wird nicht aufgehen. Warum? Oh, oh. Was zum... Dieser Gesang. Es kommt von der Statue. Singt die Statue etwa? Ich fühle mich schwach. So schläfrig. Ganz plötzlich. Warum? Ist das dieser Song?
Habe, ja, muss ich etwas tun? Oder werde ich einschlafen? Achso, ich muss was tun, sonst werde ich einschlafen. Ach so, Schande. Kaputt machen? Doppelstatue. Nicht gut, es ist zu schwer. Kopf dagegen hauen? Ging noch? Ja! Au! Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das hat geschmerzt. Aber es hat mich ein wenig aufgeweckt. Oh Gott. Nicht viel. Können wir aus dem Fenster rausspringen? Aus dem Fenster schreien? Ach du Schande. Immer noch schläfrig. Ach du Schande. Wasser einspritzen. So kalt. Nicht gut. Auch wenn es mich ein wenig aufgeweckt hat. Gar nicht. Die Zeit geht jetzt da oben auf. Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Lass mich raus. Es wird nicht aufgehen. Irgendjemand, Hilfe! Scheiße, haben wir was im Inventar? Ja, au! Das hat geschmerzt, aber es hat mich ein wenig aufgewacht. Okay, oh. Okay. Okay, wir konnten also gar nichts anderes machen. Es ist vorbei. Ich bin zu schläfrig, um mich zu bewegen. Hallo Ball! Oh, Liebes. Ich habe dir gesagt, du solltest aufgeben. Lullaby, bitte stoppe dieses Lied. Wieso? Wolltest du nicht endlich einschlafen? Nun kannst du es endlich. Ja, aber ich will nicht für immer schlafen. Bitte, Lullaby, Hilfe! Wow, er schnippst mit dem Finger und alles ist in Ordnung. Die Fähigkeit möchte ich auch haben. In Ordnung, es ist vorbei. Ich fühle mich richtig schlecht, dass du so ausgepowert aussiehst. Das ist das, was du davon hast, dass du so vorschnell handelst. Genug. Genug! Warum musste das passieren? Nach allem, ja, was ich durchmachen musste mit dieser Schlaflosigkeit, versuchst du mich zum Schlafen zu bringen, gerade dann, wenn ich wach sein muss? Bitte, Lullaby, erzähl mir doch, wie ich den Sandman aufhalten kann. Ich hab dir jetzt genug davon. Ich will doch nur normalen Schlaf. Woher sollte ich wissen, wie ich das tun soll? Oder wie man das tut? Nun... Du kannst es ihm sagen. Sag ihm, er soll aufgeben, die Leute für immer schlafen zu lassen. Ich kann das nicht tun. Der Sandman hat mich erschaffen. Also kann ich ihm nicht widersprechen. Also muss ich einfach aufgeben? Aufgeben und für immer schlafen? Nun, wenn jemand einen Plot hätte, um Sandman zu stoppen, ich weiß, wer das wahrscheinlich wäre. Wer? Könnten Sie ihn stoppen? Verlasse das Haus und gehe östlich. Da ist ein See mit pinken Bäumen. Ja, pinken Bäumen drumherum. Das ist, wo du ihn finden wirst. Warte! Welche Art von Person sind Sie? Jemand, den Sandman hasst. Die Fallen in diesem Haus sind hier, um ihn draußen zu halten. Oh, und... Er war auch derjenige, der mich quasi auffliegen hat lassen in seiner Welt. Oh nein! Ich habe den letzten Satz nicht gelesen. Tut mir leid. Sei vorsichtig, Sophie. Es liegt an dir, wem du vertrauen kannst, aber dieser Typ, der hat was übrig für süße Mädchen wie dich. Oho, okay. Für süße Mädchen wie uns. Süß? Okay, ja. Game over? Was? Hä? Warum? Warum war denn da jetzt ein Game over? Was war das denn? Oh Gott, Leute! Warum? Warum war da denn jetzt ein Game Over? Jetzt muss ich das alles nochmal holen. Warum war da jetzt ein Game Over? Hä?
Ich versteh's nicht. Warum? Ich versteh's nicht. Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Das Gespräch war vorbei und, ja, da war dann der Game Over Screen. Ach, wir haben ja den Spiegel. So, hätten wir uns damit raus, mir die teleportieren können? Warum? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Warum war da jetzt ein Game Over Screen? Geht's dann noch woanders hin? Nee. Ich glaube nicht. Oh Gott, wenn wir hier verfolgt werden. Das wäre ja grauenhaft. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, es geht also nur da unten hin. Gut, Oh Gott, warum war denn jetzt ein Game Over? Du Schande. Warum? Ich verstehe es nicht. Nein, ich wollte doch nicht raus. So, da speichere ich jetzt nochmal, bevor ich in den Raum reingehe. Ich meine, wir müssen ja rein, sonst kriegen wir ja nicht den Tipp, zu diesem jemand zu gehen. Aber warum war denn da jetzt ein Game Over? Ich verstehe es nicht. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Aber das kann ja nicht sein. Okay, jetzt erzählt er uns von Boogeyman. Okay. Dann speichern wir jetzt noch einmal. Und probieren es nochmal. Ich verstehe es echt nicht. Vielleicht müssen wir uns ja mit dem Spiegel raus teleportieren. Dass wir quasi rauskommen, aber vielleicht kriegen wir ja dann den Dialog nicht. Ja, er ist zerbrochen. Warum jetzt? Nein! Nee. Den will ich behalten, den Spiegel. Nee. Das mache ich nicht. Das ist da. Es sei denn, das verändert was, dass der Spiegel zerbrochen ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn das daran liegt, dann... Okay, ich mache das jetzt schnell. Wir machen das schnell. Und wenn es an dem Spiegel lag, dann spiele ich das nochmal kurz... Dass wir den Spiegel zerbrechen lassen, aber so, jetzt müssen wir quasi nur diese Minute abwarten. Am besten wir machen gar nichts. Oder wir probieren es nochmal hier. Okay, ich sag zwar, das macht sie wach, aber dadurch kriegen wir ja nicht mehr Zeit. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Okay. Vielleicht können wir sie nochmal mit dem Stick hauen, mit dem Stock. Au, ey. Okay. Jetzt lief aber die Zeit nicht ab, sondern ich habe mich nur mit dem Stick gehauen. Okay. Anscheinend würden wir auch sterben, wenn wir uns nicht mit dem Stick hauen würden. Ich weiß nicht. Jetzt kommt er nochmal, dann überspringen wir den Dialog nochmal. Ich hoffe mal, wir sterben danach nicht wieder. Das wäre ja nicht sehr schön. Also, es war ja nichts, was uns hätte töten können. Okay. Gut, ja, mal gucken. Ich würde jetzt dann halt mal zu dem jemand da hinten gehen, in diesem See. Und gucken. Ich meine, der Sandman hasst den vielleicht, aber vielleicht kann der uns ja helfen, den aufzuhalten. Okay, mal gucken, vielleicht ist sie jetzt vor Röte, gestorben. So süß! Bitte kein Game Over, bitte nicht. Oh Gott, okay, Gott sei Dank. Speichern. Okay, das war ja voll strange. Ich glaube, das war irgendein Bug. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Gut, dann gehen wir jetzt zum See. Achso, jetzt müssen wir wieder durch den Lock gehen. Dann gehen wir zu dem See. Ein Einhorn! Oh, Sophie, du bist spät. Ich habe auf dich gewartet. Bitte was? Und du bist... Hey, du solltest es wissen. Ich bin Unicorn. Okay. Ich habe dich in meiner Welt gesehen. Warst du derjenige, der mich hierher gebracht hat? Ja, das war der Plan. Ich hasse es, wenn Sandman ja seinen Willen durchsetzen kann, quasi seinen Weg gehen kann. Und du bist einfach so süß. Hey Sophie, hast du einen Freund oder so etwas? Bitte was? Hä? Nun, nein. Nun, jemanden, den du magst? Bitte was? Halt's Maul! Und selbst wenn es so wäre, es geht dich überhaupt nichts an. Leichtes Mundwerk, oder? Das ist wie Mädchen immer sind. Ich habe gehört, du willst den Sandman aufhalten. Oh, ich weiß, wie sich das anfühlt. Er ist so ein, Gott. Da muss ich kurz gucken, wie das, was das heißt. Das weiß ich nicht. Detestable heißt, verächtlich. Ja, ein sehr verächtlicher Zeitgenosse. Kannst du mir sagen, was ich tun sollte? Darauf kannst du wetten. Aber nicht umsonst. Ich will dafür einen Gefallen. Einen Gefallen? Der Sandman versteckt eine Menge wunderschöne Juwelen in seinem Haus. Ich habe danach gefragt, sie zu sehen, wieder und wieder, aber... Es... Alles, aber nie so, ja, wie du? Also habe ich versucht, mich hineinzuschleichen, um einen Blick zu riskieren, aber er hat diese seltsamen Fallen aufgestellt, um mich draußen zu halten. Kalt, ja, nee, krank, natürlicher, alter Kerl, oder nicht? Also wenn du mir einen von diesen Juwelen zeigen kannst, werde ich dir etwas Großartiges und Nützliches geben. Wie wär's damit? Also bring ich einfach ein Juwel hierher. Yep. Oh, aber ich will ein pinkes Juwel. Bin nicht interessiert in irgendwelchen anderen. Okay, aber... Was ist, wenn der Sandman mich sieht und ich es nicht bringen kann? Nun, dann werde ich dich mit meinem Horn durchspießen. Was? Hehe, ich kann es nicht erwarten. Viel Glück, Sophie. Was ist denn das für ein Arschloch? Mag zwar den Sandman nicht und will eigentlich auch so, dass er aufgehalten wird, aber er will ein Juwel, das wir ihm klauen. Und dann muss es ein pinkes sein. So, und wenn wir ihn es nicht bringen, dann durchspießt er uns. Was ist das für ein Arsch? Ja, auf dem seine Hilfe kann man ja eigentlich verzichten. Seltsam, seltsam. Menschenskinder, Leute. Okay, ein Juwel. Wo kriegt man so ein Juwel her? Ja, das Juwel. Dann müssen wir also ein pinkes Juwel finden, damit wir was vom Unicorn bekommen, damit wir den Sandman aufhalten können. Ich denke mal, wir machen das dann in der nächsten Folge, weil diese Folge jetzt auch schon wieder... ja, eine gute Länge hat. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.